So wie ich die Lage sehe, erlebt heute die Wissenschaft und das Wissen eine schwierige Zeit. Ich rede in erster Linie von der russischen Perspektive, aber das trifft leider heutzutage nicht nur Russland, aber die russische Perspektive ist mir besser bekannt. Einerseits ist das eine Kluft zwischen der Wissenschaft und zwischen der Gesellschaft, denn in der Gesellschaft sind solche Vorstellungen verbreitet, als ob das Wissen etwas Selbstverständliches, etwas sozusagen Geschenktes gewesen wäre. Etwas, was von sich selbst existiert und produziert wird. Vieles kommt tatsächlich vom Erstaunen und von der Wissbegier heraus. Aber allein aus der inneren Leidenschaft der Wissenschaftler etwas zu erkennen, kann man vielleicht nicht so viel erkennen, denn so entstehen klare materielle Grenzen, die ohne äußerliche Unterstützung schwierig zu überqueren wären. Und bei dieser äußerlichen Unterstützung handelt es sich vor allem um die Regierung und um den Staat. Und sowohl der Staat als auch die Regierung will in erster Linie, wenn ich in der Sprache von Francis Bacon rede, lediglich die sogenannten fruchtbringenden, aber keine lichtbringenden Erfahrungen. Man will ständig etwas anwenden, aber um etwas anzuwenden, muss man vorher schon etwas haben, irgendein Wissen, das später angewandt wird. Das heißt, der Staat will leider ab und zu ernten, ohne zu säen. Andererseits gibt es eine solche Vorstellung in der Gesellschaft, dass die Wissenschaft eine solche treibende Kraft der Entwicklung ist, die vieles entscheiden kann und praktisch keine Grenzen vor sich hat. Aber wenn wir schon von den fruchtbringenden Erfahrungen reden, dürfen wir keinesfalls vergessen, dass das Essen vom Baum der Erkenntnis nicht immer köstlich schmeckt. Und das Essen von dem Baum der Erkenntnis hat solche Konsequenzen, mit denen wir nicht immer gerechnet haben. Denn wo viel Weisheit ist, dort ist auch ziemlich viel Ärger. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz. Aber zumindest die letzte Schwierigkeit war schon immer da. Und das gibt uns vielleicht auch eine gewisse Hoffnung. Wenigstens sind solche Schwierigkeiten, von denen ich gerade geredet habe, kein Grund, mit der Wissenschaft aufzuhören.